Silber wird bald Mom sein. Und Gold auch. Sie sind glücklich, sich zu sehen. Oder doch nicht? Ich kann sie nicht ausstehen. Ich will das schönste Mädchen auf der Party sein. Ich werde mir erstmal die Haare machen. Etwas Goldglanz wird dir gut tun. Ich muss noch mein Make-up auffrischen. Was? Es ist Gold. Ein Meerjungfrauen-Fotoshooting hört sich super an. Hier ist das Studio. Silber? Gold? Was machst du denn hier? Und was machst du hier? Du hast meine Meerjungfrauen-Idee geklaut. Hört auf zu streiten. Ich habe eine geniale Idee. Zwei Meerjungfrauen sind besser als eine. Lächeln und seht in die Kamera. Ich werde der Star dieses Fotoshootings sein. Und dieser Schnuller wird mir dabei helfen. Schneidet einen Kreis aus Styropor aus. Poliert ihr mit Sandpapier. Macht ein Loch in eine Klebebandrolle. Legt Heißklebesticks in eine durchsichtige Röhre, damit sie nicht mehr so flexibel ist. Befestigt die Enden der Röhre in den Löchern der Rolle. Und befestigt die Enden an dem Kreis. Bedeckt die Rolle mit Schaumgummi. Befestigt eine Plastikvase an der anderen Seite. Malt das ganze Stück Silber an. Wow, tolle Aktion! Gefällt mir! Ich habe mich auch vorbereitet. Seht mal, was ich habe. Wow, Wahnsinn! Schneidet ein Stück Styropor aus. Formt einen Schwangerschaftstest. Und poliert ihn mit Schleifpapier. Formt eine Vertiefung mit einem Fräser. Und malt den Test Gold an. Klebt zwei Streifen Glitzerschaumgummi in die Vertiefung. Fügt noch Details hinzu. Was? Ein Schwangerschaftstest? Mein Schnuller ist viel cooler. Auf keinen Fall. Oh doch, ruinier nicht unser Fotoshooting. Doktor, ich bin wegen dem Ultraschall hier. Dann lass uns anfangen. Wie geht es meinem Baby? Was? Ein Goldbarren? Warte. Bin gleich wieder da. Okay. Gut, ich bin bereit, mein Expertenurteil abzugeben. Wahnsinn! Fantastisch! Hier ist dein Zertifikat. Pures Gold. Gratuliere. Danke. Stell die Waage hier hin. Danke, du kannst gehen. Oh, Silber will ihr Gewicht wissen. Ich werde dir helfen. Puh, gute Landung. Mal sehen. Ich werde dich ein bisschen schwerer machen. Was? Warum wiege ich so viel? Jetzt bin ich dran. Oh nein, mir ist schlecht. Wann wirst du das Geschlecht wissen? Bald. Gold, ich habe eine Überraschung für dich. Ich tausche die Ballons aus. Jetzt. Okay. Bereit? Wow, yay. Was? Silbernes Konfetti? Aber warum? Das hat Spaß gemacht. Das war wieder Silber. Auf der Karte steht, dass der Schatz ganz in der Nähe ist. Hier ist die Markierung. Hey, ist hier jemand? Wer ist da? Wer kann das sein? Keine Ahnung. Lass uns nachschauen. Oh, hi. Wer bist du? Ich will den Schatz holen. Er muss hier sein. Wow, hier ist der Schatz. Gold und Silber. Pfoten weg. Raus hier. Was war das denn? Echt verrückt. Wow, meine Hände. Sie haben sich in einen Schatz verwandelt. Ich habe ihn gefunden. Magst du diesen Kinderwagen? Nee, wie findest du diesen? Der gefällt mir nicht. Okay, bin gleich wieder da. Hier, schau dir den mal an.
Wow, Wahnsinn! Meine Traumschleife. Schleife? Was ist mit dem Kinderwagen? Der ist nicht gut genug. Hier, sieh mal, ich habe den hier ausgesucht. Und wie wär's mit diesem? Nein, nur Silber. Diese ganzen Kinderwagen gefallen mir nicht. Oh, hier ist der. Gold. Wow, das ging aber schnell. Hier ist deine Bestellung. Schönen Tag noch. Das ist aber eine ganz kleine Schachtel. Mal sehen, was da drin ist. Es ist zwar ein goldener Kinderwagen, aber er ist super klein. Was soll ich damit machen? Was für ein süßes Spielzeug. Hi, wie kann ich dir helfen? Ich suche etwas, das meinem Baby beim Schlafen hilft. Ich habe einen tollen Vorschlag. Ein Mobile. Bestreich deine Holzunterlage mit Goldfarbe. Schraubt Haken in goldene Plastikstangen und bringt eine goldene Schnur an. Bindet sie an die Stangen. Verzieht die Schnüre mit goldenen Pappsternen. Wow, das ist wunderschön. Dein Baby wird schnell einschlafen. Ich liebe es. Das könnte funktionieren. Ich werde es nehmen. Wann kommt denn der Kellner? Ich trinke erst mal Tee. Mein Baby hat Durst. Der ist überhaupt nicht süß. Den kann ich nicht trinken. Ich brauche Goldzucker. Wow, Goldzucker. Füg zum Zucker essbares Puder hinzu. Stellt eine Zuckerverpackung aus Dekopapier her. Bringt einen aufgedruckten Namen an. Klebt eine Seite zu und übertragt den Zucker. Klebt dann die andere Seite zu und schneidet die Enden ein. Kann ich den Zucker auch probieren? So schmeckt der Tee viel besser. Oh, deine Zähne sind gold. Ups. Lass uns den Fahrstuhl nehmen. Entschuldigung, könntest du Platz machen? Blumen. Ich hätte die Treppe nehmen sollen. Es ist draußen so windig. Meine Lippen sind rissig. Ich brauche meinen Lippenbalsam. Befestigt das Gitter am Deckel des Balsams. Schmelzt den Lippenbalsam und fügt Make-up-Glitzer hinzu. Gießt den Balsam in das Gitter. Verschließt den Balsam und lasst ihn aushärten. Verziert den Balsambehälter mit Strasssteinen und bestreut ihn mit Glitzer. Ich probiere ihn aus. Okay. Oh, was ist das denn? Dein Lippenbalsam ist geschmolzen. Sorry, das wollte ich nicht. Das war ja klar. Riecht das gut. Hi, welche Hand? Vergiss es. Darauf falle ich nicht rein. Na gut, diese. Tada! Das ist eine Freundschaftstorte. Danke. Aber die ist Silber. Warte, Moment. Schneidet mit einem Tortenring einen Kreis in einen runden Tortenboden aus. Bestreicht einen weiteren Tortenboden mit Tortencreme. Macht mehrere Schichten und bestreicht jede Schicht mit Tortencreme. Legt goldene Knusperperlen hinein und fügt eine Zuckergussschicht hinzu. Legt einen weiteren Tortenbodenkreis hinzu und bedeckt die Torte mit Tortencreme. Rollt jetzt Fondant aus und wickelt die Torte damit ein. Streut danach Lebensmittelglitzer darüber und auch silberne Streusel. Wow, eine Goldfüllung. Das ist so süß. Ich wusste, dass dir diese Torte gefällt. Guten Appetit. Du bekommst die Mitte und ich den Rest. Sind wir wieder Freunde? Klar, und unsere Babys sind auch Freunde. Wie schön.
Wie fandet ihr unser Video? Gefällt euch Gold oder Silber besser? Schreibt es uns. Wir sind gespannt. Vergesst nicht, uns zu abonnieren und lasst auch einen Kommentar da. Drückt auch auf die Glocke, damit ihr keine Videos mehr verpasst.